Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Sonys Garage. Ja Freunde, ihr habt es gesehen, ich habe angefangen diesen Träger, Stoßstangenhalter für die Heckschürze. Den müssen wir komplett so blank kriegen, Freunde. Ich habe da jetzt ein bisschen rumgefummelt, aber es reicht noch nicht. Wir machen den komplett, ich mache das mit der Hand, mit dem Akkubohrer, da hat es irgendwie, ich hatte nur eine kleine Scheibe, hat es nicht richtig funktioniert. Am besten wäre natürlich, wenn wir da Sand strahlen würden, aber ich habe keinen Apparat dafür. Ist nicht so schlimm, oldschool, wir machen das mit der Hand. Ganz einfach, ich nehme dafür hier so eine 180er, so eine grobe Schmirgelpapier und dann habe ich hier so ein Schleifpad. Dann kommt das hier einfach drauf und dann können wir mit der Hand schleifen. Warum schleifen wir das? Ganz einfach. Wir wollen den Rost wegmachen, beziehungsweise die alte Farbe weg komplett, dass das so blank ist, oder wie hier, so blank. Und dann machen wir da Rostumwandler drauf, lassen das ziehen und dann können wir den schön komplett in schwarz lackieren, schwarz matt. Das hängt hier hinter der Stoßstange, aber ist ja nicht schlimm. Weil er auch viel, sagt schon, Wasser und so hinkommt von Regen und hast du nicht gesehen, damit uns das Teil noch erhalten bleibt. Ich habe online viel geschaut, ich habe es nicht gefunden. Ich habe auch diverse Schrottplätze angerufen, Mangelware, nichts da. Honda selber hat es auch nicht, weil das Fahrzeug halt in Amerika produziert wurde. Ne? Und was machen wir? Ganz einfach, wir werden das alte, originale Teil aufbereiten komplett und dann können wir das dran schrauben. Ich habe den auch schon so ein bisschen zurechtgebogen da. Ne? Ja. Ich würde sagen, ich stelle die Kamera hin, wir schleifen ein bisschen mit der Hand und dann geht es auch schon an Eingemachte. Das können wir aber erst später einbauen, weil wir ja noch hinten den Arsch bzw. Den Hintern vom Wagen, wo meine Schwägerin gegen den Pöhler gefahren ist oder gestoßen ist rückwärts, das müssen wir da noch ziehen lassen. Da muss ich auch noch mal gucken, zu wem ich gehe. Ich muss mich mal schlau machen, weil ich habe keine Vorrichtung dafür und ehrlich gesagt verstehe ich davon auch nichts, weil das soll ja vernünftig gezogen werden, damit die Stoßstange schön bündig sitzt, ne? Weil ich will die Abstände und so alles vernünftig haben. Ich habe keinen Bock drauf, wenn die Stoßstange dran ist, dass da so viel, ganz viel Lücke ist. Wisst ihr, wie ich meine, diese Schlitze? Ja, komm, jetzt machen wir mal hier. So, machen wir mal Radio ein bisschen leiser. Ihr kennt das ja. Sonst steht die GEMA an der Tür. So. Wie gesagt, ich habe hier so einen 180er genommen, Freunde, einen groben, damit wir das schön runterschleifen können. Und zwar, schaut mal hier, Freunde, wie es. Mir geht es einfach nur darum, hier den alten Lack, die alte Farbe wegzumachen. Und dann kommt der Rostumwandler drauf. Man hätte noch einen gröberen nehmen können, aber ich habe leider keinen groben mehr. Aber zieht euch das mal rein, Freunde. Ich muss mich noch mal korrigieren. Der Wagen ist vom 94. Wir haben jetzt, was haben wir, 2020. 94, das sind 16 Jahre. Oder liege ich falsch? 94, 2020, ja, 16 Jahre. Und dafür sieht das noch top aus, Freunde, top. Habe ich vorhin 16 Jahre gesagt? Natürlich nicht. Ein Rechenfehler. 26 Jahre, Freunde. Ne? Und dafür sieht das noch top aus.
nicht mehr lange, dann haben wir ein Oldtimer. So. Aber ich muss sagen, es geht gut ab. So. Ein gröberes wäre natürlich schöner. Sandstrahlen wird natürlich ruckzuck gehen, ne? Das wird so schnell gehen und alles blitzeblank. Aber was wir selber machen können, machen wir. So. Ihr habt es gesehen, Freunde, ich schleife das jetzt hier alles mal runter. Das dauert jetzt ein bisschen, weil ich das mit der Hand mache. Und dann hole ich euch gleich wieder mit dazu. So sieht das, so muss das aussehen, Freunde, seht ihr? Und dann kommt hier schön Rost und Baller drauf. Diese schwarze Farbe, die muss alle weg. Muss alles weg, blitzeblank. Wir wollen den Honda perfekt haben. So, Freunde, ein kleiner Zwischenblick-Info. Jetzt habe ich die komplett oben, unten, oben, komplett hier oben und hier rechts, links komplett geschliffen. Die dunklen Stellen, was ihr seht, das ist ein bisschen fester, aber da kommt ja Rost und Wandler drauf. Jetzt machen wir das ganze Spiel von der Innenseite. Ne? Schaut mal da. Dass wir die komplett einmal blank kriegen. Und dann können wir schon Rostumwandler drauf machen. Und dann machen wir da entweder schwarzen Lack oder Zinkspray drauf. Wobei ich Zink in der Hinsicht besser finde. Ja. Ich habe das jetzt das ganze alles hier mitgemacht, Freunde. War jetzt einfacher. Ich mache das jetzt auch und dann nehme ich euch wieder dazu, wenn wir das komplette Teil einmal lackieren. Dass wir das so einbaufertig haben. Aber das wird schon, das wird richtig geil, Freunde. Das wird richtig schön, schaut mal. Da könnt ihr sehen, das sind feste, eingefressene Rost. Ne? Aber das geht alles weg. Wenn wir da Rost und Mantler drauf haben und dann hält das Ding wieder für die nächsten 50 Jahre locker. Freunde, schaut mal her. Ich habe jetzt hier vom Hallennachbar, vom Kollegen, habe ich das hier bekommen. Von Preston Rost und Mantler. Und ich muss sagen, lecker funny, das Zeug ist aber echt hammerhart. Ne? Nur zum Ausprobieren, Freunde, schaut mal her. Drauf geschmiert. Jetzt lassen wir das wirken und jetzt werde ich hier die anderen Seite komplett auch zu Ende vollschmieren bzw. vollstreichen oder was man dazu auch sagt. Und dann lassen wir das alles komplett wirken. Und dann können wir den ein bisschen, wischen wir einmal ab, wenn er trocken ist, einmal anschleifen und dann können wir den komplett lackieren. Dann haben wir das schon mal erledigt. Ja. Also bin ich voll und ganz zufrieden mit der Aufarbeitung. Wenn ich bedenke, das Ding war komplett kaputt, weil ich das nirgendwo bekommen habe. Auch in Belgien habe ich angerufen bei so einem Hondler-Fritzen, aber nichts zu kriegen. Geil, geil, geil. So, Freunde, es wird. Jetzt haben wir den komplett, habe ich den komplett eingeschmiert. Jetzt warten wir noch mal. Ich würde mal sagen, ich warte einfach mal eine halbe Stunde, bis das komplett irgendwie verzogen ist, beziehungsweise eingezogen, gewirkt hat, wie auch immer. Und dann drehen wir das einmal um, dann mache ich den von innen nochmal und dann kann der von mir aus bis morgen stehen. Dann können wir den morgen einmal lackieren. Dann hätten wir das schon fast fertig. Und dann muss ich noch diese Schrauben, beziehungsweise schaut mal hier, diese Muttern hier, die muss ich dann neu haben, ne, weil die auch total kaputt und abgegammelt sind.
Die kosten ja nicht viel. Die kaufen wir auch neu. Und dann werden wir natürlich auch neue Muttern nehmen. Ja, perfekt. Ja, dann warten wir mal jetzt, bis das alles da gewirkt hat. Und dann, wenn die Seite da gezogen ist, vernünftig gerichtet ist, dann haben wir den Arsch sozusagen fertig, ne? Dann können wir die Stoßstangenhalter können wir einbauen. Die Stoßstange, da bin ich noch, schaut mal da, da bin ich gerade noch mit dem Heißluftföhn irgendwie versuchen, die Beulen und so wegzumachen, aber darüber machen wir auch ein Video. Und dann muss die noch ein bisschen verspachtelt werden, schleifen und dann geht das ab zum Lackierer. Aber wir machen alles langsam, Freunde. Ich habe gesagt, ich fange erst von hinten an und arbeiten uns nach vorne. Und dann, ne, dann gucken wir uns den von unten an und. Immer mit der Ruhe. Schaffen wir schon. So. Schaut mal da. Da ist noch ganz viel Platz für den einen oder anderen, der Interesse hat, da drauf zu möchten, Freunde. So, Freunde. Die Rückseite habe ich jetzt auch geschmiert. Es fängt auch schon an zu wirken. Schaut mal, das wird dunkel. Komplett. Das lassen wir jetzt richtig ziehen, bis es komplett schwarz ist, alles eingezogen hat, der Rost weg ist. Und dann werden wir den einmal komplett von vorne und von hinten, oben, unten einmal anschleifen mit der Handschmirgelpapier. Und danach können wir den auch grundieren und dann lackieren oder Zinkspray drauf. Das schauen wir mal. So, Freunde. Jetzt ist der, ich habe den komplett angeschliffen mit der Hand. Der ist jetzt komplett fertig. Schaut mal da. Rost und Wandler war drauf. Jetzt sprühen wir den schön oben und unten mit Zinkspray ein. Mit dem hier. Dann lassen wir den trocknen. Und wenn er getrocknet ist, ist er schon einbaufertig. Also würde ich sagen, aus alt macht neu. Es wird uns auf jeden Fall gelingen. Aber den bauen wir dann erst ein, wenn wir die Stoßstange fertig haben. Ja, dann lackieren wir den jetzt mal. So. Dann sprühen wir den erstmal hier so mit Zinkspray ein. Natürlich müssen wir den erstmal kräftig schütteln. Ich werde das so machen. Jetzt machen wir eine Schicht schön drüber. Und dann machen wir das nachher noch eine zweite Schicht drüber, wenn es trocken ist. Und dann. Sollte das auch schon reichen. So, guck mal da, Freunde. Das reicht auf jeden Fall. Jetzt lassen wir den trocknen und dann machen wir die Rückseite. Dann sind wir auch schon fast fertig. So, Freunde, jetzt ist ein Tag vergangen. Jetzt ist das komplett trocken. Schaut mal da, wie sauber, vernünftig das geworden ist. Jetzt werden wir das ganze Spiel einmal umdrehen. Ne, ihr könnt das ja sehen, das ist komplett schwarz wegen den Rostumwandler. Ne? Ich habe das jetzt auch mit der Hand ein bisschen angeschliffen, so wie ich das vorhin auch euch gezeigt habe. Und die Seite werden wir jetzt komplett einmal auch mit dem Zinkspray einsprühen und dann lassen wir den auch mal einen Tag wirken.
Und dann sind wir auch schon komplett mit dem fertig. Ich schüttel jetzt hier mal den Spray hier mal ein bisschen um. Das hier benutze ich. Und dann würde ich sagen, hole ich euch gleich mit dazu, sobald wir den einsprühen. So, jetzt haben wir hier genug geschüttelt. Jetzt kann man den hier schön einmal erstmal so grob, Freunde. So. So. Und immer dabei schütteln. So. Könnt ihr so mittelmäßig dick auftragen, aber nicht zu viel, damit das nicht so läuft, damit das vernünftig aussieht. So. Jetzt drehen wir die ganze Sache einmal hier um. Moment. So. So. Jetzt haben wir es umgedreht. Jetzt können wir das schön von der Seite auch nochmal. So, das reicht. So, und das lassen wir jetzt alles komplett auch nochmal einen Tag liegen oder zwei einwirken. Und dann sehen wir uns danach nochmal, wenn es getrocknet ist, und dann schauen wir uns das mal an. Und dann sind wir auch schon fast durch, ne? Aber montieren werden wir das natürlich erst später, wenn die Stoßstange, die liegt ja da, die muss noch bearbeitet werden, ne? Da müssen ein, zwei Beulen raus, die muss dann gespachtelt werden und dann neu lackieren. Schaut mal da, ne? Weil die Kacke da, die will ich alles weg haben. Und dann hier so alte Dinger, damit das schön ordentlich ist. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Video hier auch, Freunde. Ich, in den anderen Videos kann ich euch das ja nochmal zeigen, sobald es trocken ist, ne? Aber ihr habt es gesehen, es ist ganz einfach. Für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen mühselig, aber ist nicht schlimm, es ist machbar. Was alt ist, ist nicht sofort direkt Müll, auch nicht sofort direkt wegschmeißen. Ihr habt es gesehen, ich habe es auch geschafft. Komplett bearbeitet, gerade gebogen, geschliffen, lackiert, verzinkt und, und. Jetzt haben wir Ruhe, jetzt kann er nicht mehr rosten. Und ja, sind wir wieder ein Stück weiter. Dann würde ich sagen, haut mir die Kommentare voll, hinterlasst mir einen Kommentar. Und wenn Fragen sind, wisst ihr ja, ne? Ansonsten alle weiteren Infos, Details, alles in der Videobeschreibung. Und würde sagen, sehen wir uns demnächst, beziehungsweise bei dem nächsten Video. Bis dann, habt noch einen schönen Tag. Ciao.